Letzte Saat sind wir also schon. Im Winter eben, ne? Erinnert mich übrigens immer alles hier sehr stark an Game of Thrones, wo ich mir unbedingt nach dieser Session hier noch eine neue Folge reinziehen möchte. Unbedingt, wirklich unbedingt. Habe ich eigentlich schon fast mehr Bock drauf, als gerade eben zu zocken hier. So ein Spiel von Game of Thrones soll doch auch noch rauskommen, oder? Also bei Game of Thrones, ich kenne das, ist eine sehr, sehr geile Mittelalter-Serie, die auf was einer... Was macht ihr denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch. Ja, ist jetzt okay. Also das basiert eigentlich auf einer Buchreihe, die habe ich auch komplett auf Englisch hier. Die hat mir mein Geschichtslehrer empfohlen. Danke erstmal dafür, habe ich leider immer noch nicht gelesen. Das sollte ich irgendwann mal machen, aber die Serie, die hat mich jetzt recht schnell gepackt. Warte mal, ich kann von hier aus ja eigentlich auch reisen. Dann machen wir das mal so ein bisschen schneller hier. Ich glaube, warte, da kann ich nicht hinreisen, aber nach Flusswald. Du kannst nicht schnell reisen, wenn du fällst oder springst. So, jetzt aber. Jetzt kann ich schnell reisen nach Flusswald. Oh, schaut euch das mal an. Das ist ja fast wie beim Pferdesimulator 2011. Mein kleiner Reiterhof Pony Bumsen Nummer 3. Warum auch immer man Pony bumsen soll, obwohl da gibt's... Ach, egal, jetzt. Das ist immer so der Punkt, bei mir, ich mir denke, wenn da wirklich irgendwelche Eltern zuschauen, dann denken die sich aber auch schon, ey, was schaut mein Kind sich da gerade eben an? Also bitte irgendwelche anderen Stellen suchen, die ihr euren Eltern von mir präsentiert, weil normalerweise sind wir natürlich auch immer höchst niveauvoll, was das Commentary angeht. Übrigens, wie man sieht, den Weg, den ich gerade eben wähle, der ist professionell ausgewählt. Übrigens sind hier im Wasser natürlich auch fiese Viecher drin, aber jetzt gerade eben wohl nicht, weil das nicht tief genug war. Präsentieren wir irgendwann ein anderes Mal. Da wäre es ganz praktisch gewesen, hier diese tolle Echsenrasse zu wählen, weil die können eben unter Wasser atmen, dann verrecken die da nicht so schnell. Und da werden wir übrigens auch hingehen, da gibt es nämlich ein bisschen was zu holen. Da erinnere ich mich noch dran. Wie gesagt, die ersten paar Minuten Hauptstory, die kenne ich noch, aber das meiste eigentlich auch nicht. Habt ihr ja auch gemerkt, dass mehrere Dinge mir hier schon unbekannt vorkommen. Oh, guck mal, ein kleines Häsele. Und kaum schaut mir ein anderer Rentner weg, ey. Allerdings nicht so noch nicht professionell, wenn ich das mal behaupten darf. Mal gucken, vielleicht kriegt man ihn ja hin. Just for... Er teleportiert sich auch wie ein Enderman. Ist ein Enderelch. Habe ich so das Gefühl. Oh, ein kleines Haselein! Guck mal, Luna! Was ist ein Lubbete Bubbete Dai? Das kleine Haselein! Na, komm! Ich habe ein Kaninchen getötet. Oh Gott. Eigentlich muss ich nur die Nase hochziehen, deswegen tue ich so, als würde ich heulen. Nee, Spaß beiseite, wen haben wir denn da? Braucht ihr etwas? Balbus, verkauft der Gras. Sieht ein bisschen so aus. Was für ein Klischee. Ich sammle Zutaten, um sie dem Feinschmecker zu bringen. Er wird meinen Geschmack ja für so kultiviert halten, wenn ich sie ihm anbiete. Ihr habt vom Feinschmecker gehört? Nee, hab ich nicht. Haben die Duckbach in das Spiel eingebaut? Das wäre ein Ding. Dann wisst ihr ja, dass der Feinschmecker seine Identität geheim hält. Ich habe eigentlich gar nicht davon gehört, aber egal. Ich hoffe, ich kann herausfinden, wer er ist, damit ich ihm sagen kann, wie er mein Leben verändert hat. Nach allem, was ich weiß, könnte der Feinschmecker auch eine Frau sein. Oder ein Hase. Wisst ihr, ich habe gehört, dass der Feinschmecker gerade jetzt im Himmelsrand ist. Das ist natürlich absolut interessant und große was Action. Was kann ich für euch tun? Machen wir nochmal Hallo hier, warte. Ich sag... Wisst ihr... Ah, ja, ich wollte hier doch eigentlich die andere Option auswählen, dass ich nicht weiß, wer es ist. Ihr habt vom Feinschmecker gehört? Wisst ihr, ich habe gehört, eigentlich nicht. Ach komm, dann plapper mich hier doch einfach zu, dann habe ich es halt versaut mit dem. Wollte eigentlich sagen, dass ich ihn nicht kenne, tue ich auch wirklich gar nicht. Ich kenne die Feinschmecker-Quest-Reihe nicht. Klingt aber ganz interessant hier, wenn da irgend so ein Typ ist, der ganz exquisite Kräuter und Baumrinde probiert, so wie hier, mit ein paar Maden drin. Schmeckt bestimmt ganz super lecker. Nam 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 nam. Wusstet ihr, dass es tatsächlich eine Therapie mit Maden gibt? Also ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber bei Dr. House gibt es eine Folge, da lassen die irgendwie so verfaultes Fleisch tatsächlich von Maden wegfressen. Anises Hütte entdeckt. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Weißt du, was ich für eine Vermutung habe? Du bist doch bestimmt der Feinschmecker. Und weißt du, wer ich bin? Der Feinlecker. Total episch. Hallo. Es ist so schön, Besuch zu haben. Ja, aber dann red doch auch mal ausführlich es mit dem Besuch so und setz dich nicht einfach Besuch nur hin und furzt da irgendwie den Stuhl voll. Das Lied der Alchemisten, stehlen von Trankmischerbeutel, stehlen von Kommode. Wisst ihr was, ich bin jetzt einfach mal total hart und schieße ihren Keller auf. So richtig... Oh, nein. Ja, nein. Bisschen mehr hier rein. Und dann hat's funktioniert und jetzt gehe ich da einfach mal runter. Und mal schauen, was denn unten zu finden wären. Vielleicht ein...
Ja, von wegen alte Frau, die irgendwie nichts zu tun hat. Alchemielabor, was ich übrigens auch noch nie in Skyrim benutzt habe, ebenso wenig wie ich das Enchanten in Minecraft benutze. Also da bin ich irgendwie ein sehr einfach gestrickter Typ. Alter, Alter, was hier alles unten rumliegt. Lesen Anises Brief. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht, die in eurem Blut pulsiert. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nachher greifen. Sagt euch los von eurem Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Türke bilden. Und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Ja, irgendwie fand ich, dass das so ein Typ ist, der das halt macht. Was kann ich denn hier irgendwie anstellen? Lass mal irgendwie so ein bisschen was verzaubern. Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du eine Verzauberung kennen und einen gefüllten Seelenstein für Verzauberung besitzen. Das habe ich alles nicht. Also, tschüss. Ja, ich habe nichts davon da. Tut mir leid. Wir können nichts verzaubern und wir können auch, glaube ich, nichts im Alchemielabor bauen. Wir können natürlich irgendwelche Zutaten kombinieren, nämlich Bärenklauen mit nichts. Klasse. Auswahl aufheben. Das lassen wir natürlich auch einfach mal alles. Wollte das nur einfach mal kurz zeigen, wie das denn aussehen würde, sofern wir das denn schon könnten. Jetzt mal schauen, vielleicht hat ja irgendwas dazu zu sagen, dass wir da ihren Keller gefunden haben. Aber das ist eben das Geile, man redet eigentlich mit einer Person sehr wenig. Ist da jemand? Oh. Dummkopf. Niemand darf mein Geheimnis kennen. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt irgendwie platt gehauen krieg. Sie hat einen gewissen Mana-Anteil, hoffe ich einfach mal. Ha! Du, zack, du Omi hier. Voll eingeprügelt. Eine Oma habe ich verprügelt, ey. Das darfst du ja eigentlich echt nicht bringen. Ja, das war's dann mit der Anise. Und deswegen mache ich hier auch einfach mal eiskalt und Quickload. Wie gesagt, das werde ich recht oft machen. Vielleicht gefällt das einigen von euch nicht. Aber ich stehe nicht so darauf, Charaktere einfach aus dem Spiel zu reißen, wenn ich noch nicht weiß, ob sie denn zu einer Questreihe gehören. Und ich glaube, das könnte diese Dame hier tatsächlich. Und deswegen kehrt sie jetzt erstmal den Hof und das hätte sie nicht können, wenn sie tot gewesen wäre. Ist ja eine logische Nummer. Und deswegen mache ich das sehr oft mit Quicksave und Quickload, dass ich euch zwar zeigen kann, was wir da unten finden würden, es aber dann nicht in das letztendliche Let's Play komplett einbaue, weil es ja vielleicht noch eine Quest gibt, die wir dann vielleicht noch irgendwann erledigen könnten. Ich hoffe, das klingt logisch. War jetzt sehr viel Kausalgeplappere drin, aber wie komme ich denn eigentlich nochmal hoch? Muss mal einen Weg finden hier. Also eine alte Hütte habe ich gefunden, das ist ja schon mal was. Ich kann natürlich auch in den kompletten Offroad-Weg wählen, das funktioniert manchmal. Ich betone manchmal, in dem Fall jetzt wohl gerade eben nicht. Wo ist denn hier dein Eingang hin, ey? Eigentlich hier. Das sah ganz eingangmäßig aus. Jetzt warte mal. Ich denke heute die ganze Zeit, dass irgendjemand im Gang durch die Gegend läuft. Also ich habe ja eh die Paranoia, dass ich bei Aufnahmen immer gestört werde, obwohl es 1 Uhr nachts ist. Aber wie gesagt, das wird sich ja durch den Umzug eh noch alles ändern. Dann kann ich auch noch ein bisschen entspannter diese ganze Sache hier angehen. Das bemängle ich ja immer so ein bisschen, dass das so ein Problem bei mir ist. Dadurch, dass mein lieber kleiner Bruder daneben dran seelenliebst schläft. Endlich kann ich es mal gestehen. Ja, mein kleiner Bruder wird hier die ganze Nacht durch meine verrückten Aufnahmen gestört und kann kein Auge zudrücken. Nee, kann er schon. Aber ich habe da immer so ein bisschen Sorge, dass er dann da irgendwie überlaut aufs Klo geht oder so. Das wird er sich dann irgendwann in 20 Jahren auf seiner Hochzeit anhören dürfen, diese Passage hier. Erinnert mich dann dran, schreibt sie mir irgendwie raus oder sowas. Jetzt mal gucken, hier ist ein Mammut gestorben. Hallo. Ein totes Mammut, das ist schon mal eine schöne Sache. Jetzt, ich habe den Eingang verloren zu dem ganzen Ding hier. Vor lautem Gebrabbel, überzeugt, dass gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, verliert der Kedos seinen Eingang. Der war nämlich, glaube ich, eher so auf der linken Seite. Nämlich da, wo der Turm ist, da geht's eigentlich hoch, da gibt's den Weg. Und das wird jetzt kurz ein bisschen dauern, deswegen springen wir durch die Gegend. Hoppidi hopp. Das sind natürlich dann so die Passagen in Skyrim, die wirklich extrem viel Spannung einnehmen. Und ich könnte natürlich auch immer sagen, ja, also die Passagen schneide ich dann raus oder die spule ich vor. Aber hey, das ist ein Let's Play und kein ich spule euch irgendwie das Spiel vor, das wäre total doof. Und deswegen werden wir auch immer wieder erleben, wie wir durch irgendwelche Gefilde hüpfen und Sträucher und Büsche anschauen und ich das jedes Mal genau gleich kommentiere, nämlich so wie jetzt. Denn wir werden das jetzt immer wieder erleben, wie ich hier so durch die Gegend hüpfe und Sträucher und Büsche kommentiere, genauso wie jetzt. Denn wir werden das immer wieder erleben, wie ich hier so durch die Gegend hüpfe und Sträucher und Bäche kommentiere und dabei masturbiere, so wie jetzt. Das mit dem Bächen und dem Masturbieren war neu, habt ihr gemerkt, ne? Also, wo war denn der Eingang? Ey, es regnet auch die ganze Zeit, ey. Das ist ja ein Wetter, das ist wirklich zum Brechen.
Was ist denn das hier? Ein Baum. Spannung pur. Hier bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. In dieser Episode verbringt Kedos unglaublich viel Zeit damit, nichts Produktives zu tun, was ich ja sowieso öfters mache, aber ich glaube, hier geht's hoch. Ja, schön, da der Hase leitet uns den Weg. Ha, so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland gerade eben. Den töten wir deswegen auch nicht einfach, weil er so süß ist und ja, hier so einen kleinen weißen Hintern hat, das ist doch putzig. Wir haben jetzt eigentlich eher so den Weg außenrum gewählt. Ich glaube, das war ich beim ersten Mal auch. Und hier gibt es Gegner, das weiß ich noch. Das sind so blöde Banditen, sollte man immer machen, wenn man an irgendeinen Ort kommt, sind da meistens Banditen. Deswegen ist es ganz sinnvoll. Ah, wo sind denn die hier gerade eben? Ist okay. Zack. Die machen wir noch fertig. Da wird gleich einer von links kommen. Oder? Ah, noch nicht. Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der jetzt gerade eben? Ah, okay. Da müssen wir mal direkt unseren Eisenkriegshammer auswählen. Ansonsten ist es ja ein Ork. War das beim ersten Mal auch ein Ork? Komm, schlag zu. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Ja, das werden wir ja sehen. Also den kriege ich noch schon noch irgendwie hin hier, diesen blöden Banditen. Zack, einmal schön irgendwie eine Kopfnuss gegeben mit den Hörnern. Da zieht das auch noch schön in die Ohren mit rein. Das passt nämlich perfekt hier. Diese Hörner an den Seiten, das geht direkt in die Ohrlöcher von so einem Ork. Ist super.